guck mal! Indischer Verbrecherkönig. Da, er ist. Da ist er. Was brauchen wir? 5 Kammerdiener brauchen wir. 5! Okay. Bekanntheitsgrad 1, Wut 4. Ja, das ist doch schon mal sehr gut, dass sie da was gefunden haben. Dann nehmen wir doch mal, packen wir die mal dahin. Wir gucken erstmal, dass wir die Sachen dann zukriegen. Das ist jetzt so ausgeleuchtet, weil wir das für ein Dings brauchen, für eine unserer Aktionen. Es ist sehr geil, wie die einfach hier so planlos durch die Gegend rennen. Shit, da liegt eine Leiche. Shit, 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 shit. Und die hier rennt ziellos umher. Wenn die jetzt da reinkommen, dann sind wir gleich wieder. Haben wir gleich wieder ein paar mehr Leichen. Ja, super, oder? Wir hätten natürlich, was mir so aufgefallen ist, wir hätten natürlich mal die Puste-Dinger hier hin machen können. Und die Bretter, also die Trittdinger dahin. Und dann das hier, dass die dann von da nach da reingepustet werden. Das könnte ich mir vorstellen, dass das klappt. Das könnte ich mir vorstellen. Und vor allem liegen dann nicht immer hier vorne direkt die Leichen. Einen ist wenigstens jetzt drin. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag markiert. Wir haben halt leider jetzt 4 von den irren Dingsies. Es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn die da immer so irre über die Insel rumrennen. Haben wir denn hier schon was gefunden? Hier auch noch nichts. Kuba. Kuba finde ich gut. Probier das jetzt einfach mal durch. Wir haben den anderen ja relativ schnell gefunden. Ah, den brauchen wir auch noch. Beschwören. Die hier unten klauen immer noch. Ich mach die mal auf Verstecken und guck mal, dass die da einfach mal ein bisschen gerade so low halten. Stromknappheit. Alle stromverbrauchenden Objekte sind abgeschaltet. Das ist natürlich super. Was verbraucht denn plötzlich hier so viel Strom? So viel mehr. Also so wirklich, ist ja relativ plötzlich gerade. Ich würde gerne irgendwie hier hinten noch so ein... Das da muss später noch ein bisschen größer werden. Das können wir auf jeden Fall in die Richtung noch ausbauen. Und das hier kann ein bisschen größer werden. Die Überlegung ist, ob man... Ich baue mal. Können wir das so machen? Wir wollen einen Ausbildungsraum, Archiv... Ich einfach sage, oh, ich lege den jetzt mal hier schon mal so an. Dieser Raumentwurf kann nicht gebaut werden. Das ist gar kein Problem. Das kann man ja machen dann. Und hier haben wir halt diesen Aufenthaltsraum, ne? Wir wollen ja keinen Durchbruch zu dem Ding machen. Der Raum befindet sich im Bau. Das finde ich ziemlich cool so eigentlich. Und das kann man doch dann später sicher dahin packen. Ja. Weil dann hätte ich jetzt gesagt, wir können dann hier das nochmal so ausbauen. Dieser Raumentwurf kann nicht gebaut werden. Und dann könnte man einfach das Power Plant, da Kraftwerk. Könnte man mal sagen so. Machen wir mal so. Oh oh. Ich hab's gesehen. Ich hab's ganz genau gesehen. Bevor wir von der Map sind, packe ich die mal da unten hin und lass sie einfach mal da suchen. Wir haben außerdem was gefunden, und zwar den Maßgeschneidert. Alle Bediensteten, die den Weltraum. Die in den Weltraum geschickt werden, sollten wenigstens über ein Minimum an Schutz verfügen. Aber warum sollten wir die Zeit und das Geld darauf verschwenden, selbst etwas zu entwickeln,
Wenn die Eierköpfe bei der NASA die ganze Arbeit schon für uns erledigt haben. Wir brauchen 5 Arbeiter und 5 Techniker, um dieses Ding zu klauen. Ich finde, das klingt sehr gut. Wir haben hier unten noch was gefunden. Hier unten haben wir Streit unter Brüdern. Okay. Ich guck mal, dass wir jetzt überall mal so ein bisschen was suchen. Und ziehe sie relativ bald dann immer wieder ab. Guck einfach nur, dass wir halt immer wieder was finden, damit wir hier nicht so einsam sind. So, wir brauchen halt dieses verdammte Powerplant, ne? Und unsere Kosten steigen und steigen. Wir sind jetzt schon bei 88, was ist da los? So. Das sollte eigentlich reichen. Und wir brauchen, müssen den auch gleich bauen. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ich guck mal, dass wir da unten gleich 2 Generatoren reinpacken. Objektkauf wurde in Auftrag. Schön wäre ja, wenn wir sowas. Das Objekt wurde in Auftrag. Ich pack das jetzt einfach mal da so rein. Können wir den da. Ach, die werden das schon schaffen. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen viel laufen, oder ist das hier unten schon fertig? Ist hier unten schon fertig? Hat eine, logisch, das haben wir jetzt gerade freigeschalten. Deshalb sind unsere Stromkosten so. Das macht den. Können wir die nicht vielleicht mal. Können wir hier eigentlich Kameras einbauen? Nee, schade. Der beschäftigt sich doch sicher mit dem und der mit dem anderen. Ein erbärmlicher Alibi-Ermittler. Überprüft eine Tür. Er schaut genauer hin. Super. Ich hoffe einfach mal, die kriegen die da unten in den Griff. Und ich hoffe, wir kriegen das Stromproblem mal in den Griff gerade. Ah, sehr gut. Und wir haben den amerikanischen Verbrecherkönig gefunden. Sehr schön. Sehr schön. Wir müssen nochmal hierhin zurück. Vielleicht packen wir die einfach mal da rein und verschwören mal hier ein bisschen. Auch wenn sie sagten Südostasien, aber vielleicht können wir in Zentralasien ja auch was bewegen. Oh, guck mal, und er hat auch noch 2 infame Aktionen gefunden. Goldene Gelegenheit und schmieriger Spendensammler. Sehr schön. Dann können wir das ja beim nächsten Mal starten. Aber erstmal müssen wir die Basis hier in den Griff kriegen, weil wir können hier ja keine Leute reinlassen. Der arbeitet für mich. Und der überprüft eine Tür. Mal wieder. Ich untagge die mal. Und die sind jetzt einfach nur dämlich. Und benötigt Hilfe. Der steht halt in der Gegend rum. Und regeneriert langsam wieder. Alter. Der macht das kaputt. Der schießt auf den Tisch. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn sowas hier unten passiert. Aber er hat auf meinen Tisch geschossen. Okay, da kommt schon jemand. Repariert ihre Ausrüstung. Sehr gut. Sehr gut, Herr Techniker. Sehr gut. Er repariert unsere Ausrüstung. Für solche Fälle braucht man einen Techniker. Ist natürlich geil, dass er jetzt die Leiche jetzt bis ganz da hoch tragen muss. Vielleicht sollten wir unten doch nochmal einen Eingang bauen. Also vielleicht hier einfach irgendwie einen Eingang noch rein, damit man da hinten... Ich glaube, das ist eine gute Idee. Lass uns das doch mal machen. Nee, warte mal. Nein, lasst mich das nicht machen. Warum lasst ihr mich sowas machen oder überhaupt denken? Okay. Abnutzung ist noch nichts zumindest. Das ist sehr gut. Ja. Die speichern gerade nicht genug Strom. Wahrscheinlich, weil wir halt nicht genug Strom produzieren. Im Moment. Da unten bauen wir dann aber auch nochmal gleich welche rein.
Die Räume habe ich jetzt, wie gesagt, nur vorsorglich angelegt. Die bauen wir erst aus, wenn es nötig ist. Irgendwann, das kann noch einige Völkchen dauern. Ja, und ich glaube, dass ich hier unten einen Eingang baue, damit man hier so rein kann. Und dann kann man irgendwie den Gang entweder hier noch rumbauen oder halt hier so. Hier unten muss ja auch noch was hin. Wir kriegen ja sicher noch ein paar Räumchen dazu, aber ich glaube, dass wir dann ganz gut ausgestattet sind mittlerweile. Hier oben kann man ja auch noch ausbauen im Notfall. Das habe ich mir jetzt aber mal dafür aufgehoben und dafür. So, und ich hoffe, dass die gleich kommen mit dem Ding. Guckt mal, geil, alles nur geklaut. Bei der neu eingesetzten Initiative Forschung und Entwicklung zum Schutz des Volkes. Hörst du bitte auf, mir reinzuquatschen? Den zahlreichen wichtigen Institutionen überall in Zentralchina läuft, wurde anscheinend etwas Interessantes entdeckt. Es ist durchgesickert, dass ein Textilstoff entwickelt wurde, der über sehr interessante Eigenschaften der Lichtreflexion und Brechung verfügt. Hört sich gut an. Klauen wir ihn. Geil. Okay. Und wir haben Ming Bling Bling. Wir haben eine Ming-Vase, die wir klauen können. Okay, wir ziehen die mal wieder hier raus. Ich schicke den mal da unten rein. Und gucken mal, ob wir hier irgendwie in Australien was finden. Im Moment ist natürlich alles ein bisschen doof, weil wir machen natürlich, weil unser Strom ausgefallen ist, haben wir gerade kein Dings. Bauen aber gerade da einen. Sehr gut. Ah, sehr gut. Dann können wir... Ich würde gerne gleich aber noch einen bauen. Wie gesagt, wir lassen immer ein bisschen Platz da drum. Damit die da durchlaufen können. Ich baue auch hier unten nochmal zwei Kondensatoren rein. Die kann man zum Beispiel auch hier, kann man welche hinstellen. Das schauen wir uns gleich noch an. Einfach nur, dass falls sowas passiert, dass wir wieder halt sowas machen. An die kann man zum Glück ja auch so rankommen, ohne dass die Dinger hier blockieren. Denn das ist wie gesagt wichtig. Der einzige, an dem wir nicht rankommen, ist der da. Deshalb glaube ich, verschiebe ich den hier mal. Darunter. Einfach. Ich glaube, das ist am einfachsten. Wie sieht das denn im Moment im Hotel aus? Schwächentag angeordnet. Die sind doch gar nicht in der Falle. Ist doch alles gut. Es gibt sogar eine Ausgangstür. Und zwar nie nur eine. Hier unten brauche ich aber immer noch jemanden, der das repariert. Der ist immer noch auf dem Weg, der Typ. Okay. Es wird gespeichert. Für sie speichert heute die Autospeicherung. Sehr schön. Das klingt doch an sich eigentlich soweit alles ganz gut. Wir sind auch schon wieder auf einem ganz guten Weg, unsere Minions aufzustocken. Oh, Achtung. Verstecken. Und ihr auch. Verstecken. Ich guck gerade mal, was hat er denn der hier unten? Wir können... Ich sehe was! Anscheinend einen Satelliten oder so. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, den einzigen, den wir bisher noch nicht gefunden haben, ist der. Was brauchen wir denn? 5 Kammerdiener brauchen wir hierfür. Und für den da brauchen wir 5 Techniker. Das ist doch gar nicht so blöd. So, dann schicke ich die doch mal gerade dahin. Schick noch mal einen von denen und 2 von denen dahin. Dann können wir nämlich den ersten schon mal uns, ich sage mal, aneignen. Was brauchen wir für die 5 Arbeiter, 5 Techniker? Okay. Ihr versteckt euch aber schön, ja? Ich will da nicht Wut generieren, bevor wir das müssen. Ich hätte natürlich auch einfach die 2 da wegnehmen können. Warte mal, wir machen das so. So. Jetzt müsst ihr die nehmen und dahin fliegen. Richtig? Richtig! Ah, wir brauchen aber immer noch einen Techniker.
Das ist natürlich bitter. Verdammt. Die verstecken sich gerade. Die können wieder stehlen. Der ist nämlich weg. Muss sagen, das ist... Oh, hier läuft es eigentlich gerade ganz gut mit den Leichen, muss ich sagen. Ist doch gar nicht so schlimm irgendwie gerade. Hier unten sieht es soweit auch okay aus. Den können wir wieder antaggen. Und der rennt immer noch rum. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag markiert. Vielleicht können wir das so machen. Vielleicht erbarmt sich ja dann einer von denen da unten. Der hat den Tisch repariert, das ist sehr gut. Gott, das sind ja auch noch welche. Schwächentag angeordnet. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Oh, wow. Schwächentag angeordnet. Wir probieren es einfach mal. Sieht ja nicht so gut aus gerade für uns. Ja, läuft nicht. Läuft nicht so im Hotel, wa? Läuft nicht bei uns. Hashtag läuft nicht bei uns. Was macht der denn? Ja, ich möchte den hier. Begleitet ihre Gefangene. Tag erfüllt. Antagge den mal. Soweit sind die ja ganz okay. Ich hoffe, dass das dann läuft. Man weiß es nicht. Der benötigt auch noch Hilfe und steht da ein bisschen doof rum. Der hat die jetzt da hinten abgestellt, oder was? Okay. In der Falle, okay. Aber sie panisch. Deswegen wenigstens nicht panisch. Sind unsere Hotelzimmer vielleicht gar keine Hotelzimmer? Töten wir dort Leute? Man weiß es nicht. Galileo Mystery deckt auf. Können wir noch? Da, die verstecken sich immer noch. Das ist sehr gut. Da haben wir jetzt aber, glaube ich, können wir jetzt. Los geht's! So. Risiko 2. Es könnte natürlich auch scheitern, man weiß es nicht. Schauen wir mal, was da gleich passiert. Was brauchen wir denn jetzt da drüben für? 5 Kammerdiener. Schick mal da so einen mit. Hoffen wir einfach mal, dass es klappt. Vielleicht können wir ja da dann welche noch irgendwo anders hinschicken. Wir leiden jetzt gerade nicht an Geldmangel, dass es uns wehtut, wenn die mal jetzt kurz nicht arbeiten. Da müssen wir außerdem das noch hochstellen. Das sollte ja eigentlich immer besetzt sein. Sehr schön, sehr schön. Eigentlich läuft es doch ganz gut. Kann man sich doch eigentlich nicht beklagen, oder? Kann man sich nicht beklagen. Hiervon haben wir auch mittlerweile alle Räume. Würde halt jetzt gerne hier unten dann vielleicht auch nochmal so eine Gefrierkammer hinbauen. Ich glaube, ich baue hier wirklich noch so einen Eingang hin. Aber das nervt, ne? Da brauchen wir da unten auch Fallen. Egal. Oh. Ich pack einfach mal die Kamera dahin. Keine Ahnung, oder dahin. Pack sie mal dahin. Das Objekt zu bewegen bestätigt. Dann kann man es nämlich auch bauen. Und dann kann man das hier auch. Haben die vielleicht einen kürzeren Weg?